Ja, Michael Kessel, 2:0 hier zu Hause am Freitagabend gegen Rot-Weiß Erfurt. Wie fühlt sich der Sieg für dich an? Ja, für mich ist es ein wichtiger Sieg gewesen, allgemein für uns, für die Mannschaft war es wichtig. Wir wollten jetzt nach dem Spiel gegen Groß Asbach, wo wir auswärts gewonnen haben, wollten wir jetzt heim nochmal nachlegen und ich denke mal, das hat in der zweiten Halbzeit ganz gut geklappt. Das sah von Beginn an nach einem sehr intensiven Spiel aus. Ihr habt es euch beide ordentlich gegeben als Mannschaften. Was lief in der zweiten Halbzeit aus deiner Sicht besser? Man muss auch sagen, Erfurt hat das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Die haben uns sehr früh angelaufen, haben früh Druck aufgebaut. Wir hatten Probleme in der ersten Halbzeit, unser Spiel zu finden. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir das umso besser gemacht. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben im Endeffekt dann auch verdient 2:0 gewonnen. Wie viel Körner hat das Spiel heute gekostet? Das sah ja schon nach einem sehr intensiven Spiel aus. Ja, war ein sehr intensives Spiel, aber jedes Spiel ist, denke ich, das gleich. Man muss körperlich an seine Grenzen gehen, man muss sie 100% abrufen und dann... passt das schon. Wie geht man mit 27 Punkten in der dritten Liga nach 12 Spielen ins Wochenende? Ja, genauso wie mit, keine Ahnung, 27 Punkten steigt es immer noch ab. Von daher, die Lage ist entspannt und wie gesagt, wir haben so in der Großstadt schon nichts erreicht und wir versuchen die 43 Punkte so schnell wie möglich zu erreichen und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Danke dir. Ja, Daniel Kelter-Röhl, 2:0 zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt und dann Flutlicht wieder einmal. Wie fühlt sich dieser Sieg an? Ja, dieser Sieg fühlt sich auf jeden Fall gut an, sehr gut sogar, dass wir unser Spiel wieder zu Hause durchgezogen haben und diesen Fehler, den wir uns einmal geleistet haben, gegen Lotte wieder gut gemacht haben und hier eine gute Partie gezeigt haben. Das sah von Beginn an nach einem sehr intensiven Spiel aus, weil beide Mannschaften es sich ordentlich gegeben haben, fand ich. Wie viel Körner hat das gekostet heute? Ja, natürlich, die erste Halbzeit hat Erfurt das gut gemacht, die haben sich gut auf uns eingestellt und wir haben unser Spiel natürlich weiter durchgezogen, sind in der zweiten Halbzeit wieder rausgekommen und haben einfach unser Spiel halt komplett durchgezogen, uns nicht ablenken lassen und die gelb-rote Karte kam uns natürlich gelegen, wir sind da ruhig geblieben, haben nicht einfach vogelwild gespielt, sondern mit der Vorgabe von draußen einfach ruhig und alles vorzubereiten und das ist uns halt gelungen und somit ist das ganz verdient, dieser Sieg. Ihr habt einen Elfmeter verschossen, das sah so gefühlt nach einem 0-0-Spiel aus. Dann kommt die 68. Minute und eine Flanke von Nico Brandenburger, glaube ich. Richtig. Und was machst du dann da? Ja, das war auf jeden Fall gut herausgespielt. Der Nico hat sich gut freigemacht auf der Außenbahn. Der flankt natürlich perfekt auf mich und ich war mir eigentlich sicher, dass dieser Ball reingeht. Deswegen, dass er so reingeht, ist umso schöner. Wie viel musst du der Mannschaft heute ausgeben? Ich weiß noch nicht, ich muss noch Strafe zahlen. Wieso das? Nein, wir haben heute Strafenkatalog bekommen und da bin ich ein bisschen weit vorne. Okay, alles klar, danke. Ja.